Sehr verehrte Frau Dekanin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, meine Damen und Herren, vorerst meinen tiefen Dank für diese Ehrenpromotion. Sie bedeutet mir sehr viel, gerade von Ihrer Universität. Und gleichzeitig mein großes Bedauern, dass ich mich dem ärztlichen Veto beugen musste und dass mir die Freude versagt ist, persönlich diese Stunde mit Ihnen zu verbringen. Es war mir ungemein peinlich, die Großzügigkeit der Universität mit nichts als Schwierigkeiten beantworten zu müssen. Und ich bin besonders traurig, wenn ich an die Kollegen denke, die ich ehre und inkommodiert habe. Und ich möchte mich vorerst noch einmal bei Frau Professor Budde, der Dekanin der Fakultät Human- und Gesellschaftswissenschaft, für all ihre Mühe und Entgegenkommen bedanken. Mein Dank auch an Professor Martin Bormuth, der sich für diese Ehrenpromotion so freundlich und wirksam eingesetzt hat. Besonders leid tut es mir, dass ich die sicher nicht leicht hergestellte Begründung für meine Ehrung von meinem Freund und hochgeschätzten Kollegen Jürgen Kocker nicht hören kann. Aber trotz allem, ich freue mich. Ich freue mich und danke Ihnen für die Anerkennung meiner Arbeit, die aber immer mit dem Werk und dem Denken von Freunden und Kollegen begleitet war. Dies ist nicht die richtige Gelegenheit, meine eigenen Zweifel und erwünschten Korrekturen zu beklagen. Herkunft hat eine mir nicht immer bewusste Rolle gespielt. Ich wurde von meiner Heimat, einer Heimat, die sich in meiner Kindheit zur Hölle entwickelte, vertrieben. Und gerade diese Vertreibung hat mir viel gegeben. Und die Geschichte unserer Zeit bestimmte einen großen Teil meiner Arbeit. Das Drama der Geschichte hat bereits den Siebenjährigen schon erfasst. Und als ich mich dann später für das Geschichtsstudium entschied, war es wohl weder Zufall noch unabdinglich, dass ich mich der schwierigen Geschichte Deutschlands so einzigartig im Guten wie im Bösen widmen würde. Die Geschichtsschreibung überhaupt und ihre Entwicklung faszinieren mich. Und die Vertreibung in ein damals noch hoffnungsvolles Land, trotz großer Schwierigkeiten, war ein Glück. So konnte ich allmählich die deutschen Traditionen mit angloamerikanischen Innovationen verbinden. Fragen an die deutsche Geschichte waren in der Nachkriegszeit unvermeidliche Themen. Wie konnte es dazu kommen, war die Frage, die so viele von uns, übrigens gerade auch englische Historiker, bewegte. Die Leidenschaft des Studiums hat auch einen anderen Antrieb. Das damalige Wort von dem großen deutschen Politiker Ernst Reuter, das Schicksal der Demokratie hängt an dem Glauben an die Geschichte. Es bedingte einen neuen Anfang. Für so lange war neuzeitliche deutsche Geschichte ein Trümmerfeld von Unverständnis, von Vorurteilen aller Art, von Vereinfachung und gewollter Lüge. Eine spätere Generation mag registrieren, wie viel von Historikern und Historikern in den letzten 50 Jahren in verschiedenen Ländern geleistet wurde, um das, was geschehen ist, etwas besser zu verstehen. Und zumindest in meinem Fall aus dem Versagen in Deutschland zu lernen. Ich habe bereits erwähnt, dass schon das Kind unvermeidlich in die Ereignisse der damaligen Zeit verwickelt war. Der Name Karl von Ossietzky war mir von Kindheit bekannt. Ich erinnere mich auch an den Moment, an den Tag, wohl im Jahre 1933, wo die Eltern aus Vorsicht Karl von Ossietzkys Bücher und die Exemplare von seiner radikalen Zeitschrift Die Weltbühne in die zweite, etwas verdeckte Reihe gestellt haben, damit bei einer Hausdurchsuchung sie nicht weiter auffallen. Bei den vielen späteren Auslandsreisen der damaligen Zeit griff mein Vater sofort nach den unzensierten Schriften und teilte die neuen Nachrichten mit mir. Eine kurze Nebenbemerkung.
Erstaunlich eigentlich, was das Kind von dem braunen Brüllen und den angsterfüllten Freunden mitbekommen hat, auf Kosten einer wirklichen Bildung oder eines normalen Aufwachsens. An das Martyrium von Karl von Ossietzky kann ich mich genau erinnern, auch an das Bild des Gefangenen gegenüber dem brutalen Wächter. Und jetzt, dank Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, durfte ich mich erneut mit ihm befassen. Wie relevant war er für die damalige Geschichte, aber im gewissen Sinne auch für unsere Gegenwart? Was hat dieser einfache und bescheidene Mensch, übrigens kein Aristokrat, alles erkannt, in den ungeschminkter Bosheit reflektiert? Im April 1914 schrieb er bereits, dass, Zitat, den Deutschen, die sich in ihrer Mehrheit ja nicht als Staatsbürger, sondern als Untertan fühlen, soll eingeredet werden, dass ihr Land von einer Welt giftigen Feinde umringt sei, dass selbst mitten im Frieden an unseren Grenzen in einer ständigen Hetz- und Minierarbeit begriffen sind. Ossietzky hasste den Militarismus, die politische Unmündigkeit der Menschen bereits vor dem Ausbruch des Krieges. Und nach dem Kriege wurde er führender Pazifist, aber auch immer wieder ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Auf seine Art war er mit dem großen Sozialisten Jean Jaurès verwandt. Der Pazifismus von ihm, verstanden als wirklicher Patriotismus, führte zu den großen aufklärerischen Anklagen gegen das eigene Land. Er hat deutsche Aufrüstung schon in Weimar bloßgestellt. Und bei ihm gab es kein Schweigen über die schwarze Reichswehr, über die Zusammenarbeit zwischen Roter Armee und dem deutschen Militarismus, besonders auf dem Gebiet eines zukünftigen Luftkrieges. Er war bereits in Weimar als Verräter verurteilt und er ging ins Gefängnis, obwohl er viele Möglichkeiten der Flucht hatte. Man hatte ihm sogar seinen eigenen Pass gelassen. Er wurde kurz vor der Machtübertragung an die Nationalsozialisten freigelassen. Nach dem 30. Januar 1933 wurde er von Freunden gewarnt. Er blieb bei seiner Arbeit und wurde in der Nacht vom Reichstagsbrand verhaftet und in ein Konzentrationslager verschleppt. Und während seines Martyriums kam es zu einer großen internationalen Zusammenarbeit, an der auch Thomas Mann und Albert Einstein teilnahmen, mit dem Resultat, dass er 1936 mit dem Nobelfriedenspreis ausgezeichnet wurde. Ein eklatantes Beispiel vom Einsatz für Human Rights. Willy Brandt, der bei dieser Agitation für Ossietzky eine wichtige Rolle gespielt hat, wurde wohl dann der erste Deutsche, dem man danach diesen Preis zugesprochen hat. Im Abschluss über Ossietzky möchte ich das Wort von Klaus von Dohnányi zitieren, der als erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg im Jahre 1989 schrieb: Man muss Ossietzky nicht zustimmen, damals oder heute, aber Respekt für Aufrichtigkeit und Mut sollte jeder Demokrat Ossietzky zollen. Nur noch ein Wort über uns Historiker. Auch wir leben in der Welt der Ungewissheit. Dunkel mag die Zukunft des Buches sein, aber unsere Aufgaben sind umso klarer und wichtiger. Weiter forschen und schreiben, und zwar in klarer Sprache, denn was wir zu sagen haben, sollte wichtig sein für ein demokratisches Publikum. Ihre Universität ist im Aufbruch gegründet worden, in den Jahren, als die damalige Devise "Mehr Demokratie wagen" unbestritten, aber anerkannt wurde. Wie klingt das in der jetzigen polarisierten Zeit? Wie klingt das in meinem eigenen Lande? Heute, wo unsere Welt von so vielen ineinandergreifenden Herausforderungen konfrontiert wird, hört man die alten Stimmen,
die die Lösung der wirklichen Komplexität der Dinge auf ideologische Dogmen reduzieren möchte. So viel ist auf dem Spiel. Wir stehen vor neuen schweren Prüfungen. Die Versuchungen autoritärer Lösungen können erneut Resonanz finden. Die Genesung meines eigenen Landes macht Vorbedingung für das weitere Bestehen demokratischer Freiheit sein. Universitäten sollten die politische Mündigkeit der Bürger fördern, auf rationalen Diskurs bestehen. Sie sollten uns alle erinnern, dass Demokratie und freies Leben auch persönlichen Anstand braucht. Ich wünsche der Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg den Geist und die Kraft, das schon Erreichte zu behalten und in Selbstbestimmung und Freiheit weiterhin soziale Gerechtigkeit zu verteidigen und zu erweitern. Deutsche Vergangenheit lehrt uns die Kosten von Versagen. Ich danke Ihnen.